Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gestern nicht mehr weitergevloggt, jetzt kann ich mehr. Was haben wir denn als letztes gevloggt? Guten Morgen, meine Lieben. Ich glaube, wir haben uns Essen geholt. Haben wir? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann hat der Sturm angefangen. Na, hat er gar nicht. Aber auf jeden Fall hat es in der Nacht geregnet. Um 2 Uhr, glaube ich, oder so hat es angefangen. Und deswegen schaut es hier so aus. Alles grau in grau. Und es britschelt ein bisschen. Aber dieser Mann geht mit deinen Klamotten in Wasser. Wahrscheinlich ist das Wasser eh warm, oder? Meistens, wenn es regnet, ist es eh. Ja, weil der badet nicht wirklich. Ja, wie ihr seht, ist heute nicht so wirklich Badestimmung. Und ja, schade. Und wir haben heute den vorletzten Tag. Also morgen hätten wir eigentlich noch, heute und morgen hätten wir noch einen vollen Badetag gehabt. Und am Sonntag wollten wir abreisen. Hey, ich habe einen Kopf gekriegt. Ja. Aber das wird heute gar nichts mehr. Weder heute noch morgen. Mit Baden, weil es ja so ein komisches, hässliches Wetter ist. Wer hat denn hier 2 Pizzaränder gelassen? Ey? Was? Kann ich ja nur der Baden. Für die Möwen hat der Papa gemacht. Wer hat das für die Möwen? Für die Möwen, der Papa. Hast du das wirklich für die Möwen gelassen? Du bist ein Wahnsinn. Mama, lass mich für die Möwen. Dann lasse ich das für die Möwen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall dort drüber hingehen und einen Kaffee trinken. Da kann man entweder seine eigenen Sachen dahergeben. Oder. Der Patrick. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, das haben wir gar nicht gevloggt an dem Tag. Hat es zum Stürmen angefangen und unsere blaue Matratze ist aufs offene Meer raus. Ich kann euch ein Instagram-Video, was ich gemacht habe, reinblenden. Tschüss, Matratze. Es war schön mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guck dir das an. Oh no. Patti war sehr sauer auf uns, weil wir nicht der Matratze hinterhergelaufen sind. Wobei wir das gemacht haben. Wir trinken oder haben schon fast unseren Kaffee getrunken. Michelle hat sich einen Tee gegönnt. Ich kann dir noch sagen, Mini-Müllfahrzeug. Aber dafür kommt er jeden Tag. Und gestern war einer noch kleiner. Was? Warst du da? Als wir die Pizza geholt haben. Nein. Das war diese Wanne, wo der Müll reinkommt und oben so. Nee. Also wenn er in der Kurve fällt, fliegt alles runter. Ach so. Ich sage, dieser Kaffee ist einer der besten. Nicht einmal zu Hause schaffe ich so einen guten Kaffee. Nicht einmal zu Hause. Ja. Wenn das heißt. Weil der Papa ist angelernter Barista. Wo sind wir, Baba? Hypermarket. Hypermarketto. Und eigentlich darf man hier nicht vloggen. Baby habe ich auch was gekauft, schaut mal, das ist Baby Risso. Das sind so Pasta, die Reis ausschauen, oder? La Pastina, oder? Machen wir für Italiener. Dann habe ich auch das gekauft. Kleine Babynudeln. Von La Pastina? Das sind La Pastina Stelline. Aha. Sterne. Sie? Dann habe ich gefunden so einen echt süßen Brei mit Pfirsich und Äpfel und Bier, ne? Dann, schaut mal wie süß, das ist ein wie heißt das? Gemüsebrei. Schaut mal,
Also das Packaging ist schon schön. Das stimmt, ja. Und dann nochmal so eine Frutto Misto. Also so was? Steht so Mixed Fruit. Achso, aber keine. Achso, nicht, dass ich. Nicht okay. Frito, Frutta. Achso, Frutta, Brutta. Und nochmal diese Kekse, die habe ich letztens schon gekauft. In Österreich habe ich schon lange nicht mehr solche Kekse gefunden, deswegen habe ich noch eine Packung. Aber er liebt die, er hat dran die ganze Zeit so herumgenuckelt. Und die sind ab 6 Monaten. Die sind perfekt viel. Also, ob wir viele Sachen gekauft haben, weiß ich nicht. Was glaubt ihr? Wir haben dann keine. Wir müssen unsere Klamotten mit der Post nachschicken. Oder? Oder mit dem Zug, ha? Oder eins von den Kindern mit dem Zug. Ja. Papa macht hier die Geschenkepackung fertig für unseren Nachbarn. Bis nach Hause, alles klar. Wenn die Ferien vorbei sind, seid ihr dann zu Hause, oder? Ja, also Papa packt jetzt für unseren Nachbarn, der auf den Beef und auf die Hühner und aufs Haus aufgebaut hat, quasi die Tüte mit den Leckereien. So Limoncello, Rosensirup. Den haben wir für uns auch gekauft. Das ist aus Rosen. Geil, oder? Bier hat er noch gekauft, Nudeln, Tomatensauce, Olivenöl. Ja, das, was wir immer so mitbringen. Und ich habe auch voll coole Sachen gefunden für die Kinder. Ich habe für die Luisa dieses coole Shampoo gefunden. Schaut mal, das riecht so gut. Und für den Kleinen habe ich auch so eine Waschlotion gekauft von Johnson's. Das ist bei uns eigentlich das Penaten und das riecht so gut. Für mich what ein Jojobaöl, damit ich mir meine Wimpern abmachen kann. Dann auch noch so eine Lotion, Body Lotion. Dann habe ich Abschminktücher gefunden. Die sind mega cool, weil die sind voll günstig, die sind voll groß. Also ich finde, wir haben schon richtig gut Farbe bekommen. Also wenn ihr mir sehen könnt, habe ich jetzt meinen Badeanzug an. Umdrehen. Badeanzug kam an. Alle anderen sind schon runtergegangen. Es ist nämlich wieder schön geworden. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir ein bisschen raus, also schwimmen gehen. Ah, es ist wirklich voll schön. Also es ist jetzt nicht super, super warm, aber es ist auf jeden Fall schön. Ja, komm. Es ist schön, oder? Das sieht die Mama. So, wir sind am Strand und der Papa ist hangry. Kennt ihr diesen Begriff? Männer leiden sehr darunter. Er hat jetzt eine fette Diskussion, weil er wollte irgendwo essen und die Kinder wollten dort nicht essen, weil sie dann so ekelhaft ausgeschaut haben. Und dann haben wir Melone und Tomaten im Zimmer gegessen. Und dann haben wir zu Hause ein Sandwich gegessen. Tomaten. Und der Papa ist immer noch zickig, weil er hätte gerne dieses Hühnerfleisch gegessen. Ja. Aber keiner von den Kindern wollte das essen. Nur zu Hause wollen wir. Stimmt nicht. Schnitzel vom Papa. Hangry. Das hat jetzt, wisst ihr, das dauert lange, bis diese Hangry-Phase vorbei. Aber ich hab weil ich noch hungrig bin. Ich hab dem Papa versprochen, dass ich zu Hause koche, mache ich 5 Hühner auf einmal. Ich weiß nicht, wie du das willst. Alle 5 auf einmal. Auf einmal. Schlimm mit diesen Männern. Das kostet 11 Euro ein Hühnchen. Okay, 50 Euro, gleich raus. Mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Was noch? Gemüse? Mit Brokkoli? Oh, oh. Kein Brokkoli, keine Karotte? Nein. Möchtest du einen Kaffee? So, ich habe jetzt für mich und den Papa Kaffee geholt und den Kleinen habe ich so, wie heißt das? Buffo, Granite, Buffo. Nimm dir eins bitte. Die, da haben die, dann kriegen die alle blaue Zähne. Sag mal, Zähne. Und blaue Zunge. Sag mal. Und blaue. Zähne, blaue Zunge, Luisa. Das schmeckt wirklich gut, dieses blaue Zeugs. Bitte nicht über meine Hose, Mausi. Schaut mal das an, wie schön die Kinder das gemacht haben. Mit Papa inklusive. Wow! Das sieht schon aus, gell? Machen, ja. Morgen in der Früh schon zertrampelt. Aber
glaube, die Luisa wird als erstes trampeln, oder? So dunkel, aber wahrscheinlich mal dunkel draußen. Wir sind jetzt Abendessen. Was? Ja, die Luisa und die Lara haben ein neues Spielzeug bekommen. So ein typisches 90er Spielzeug, sowas hatten wir auch. Und der Papa ist endlich froh, dass wir essen, oder? So, jetzt schauen wir mal, was es heute gibt. Heute, hier haben wir noch nie gegessen. Pommes und Salat. Nein. Ja, Pommes und Salat. Ja. Unser Essen ist schon da, nur von mir, Patrick und Luisa. Und die anderen können wir ein bisschen sabbern. Aber bald ist euer Essen auch da. Ich rieche das. Was habe ich bestellt? Gnocchi con Salmone. Schau, das kommt schon. Wo ist du? La tettina. La sorella. Grazie. Buon appetito, signori. Grazie. Ma vanno di ketchup, oder? Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben gestern nicht mehr Tschüss gesagt. Wir sind nach dem Essen einfach nach Hause und sofort eingeschlafen. Es war so, wir waren so müde. Und ja, heute schaut es leider wie gestern aus. Also hat in der Nacht wieder geregnet und ist leider nichts mit Baden. Die Hoffnung ist, dass vielleicht wieder ein bisschen so am Nachmittag die Sonne rauskommt. Wir haben uns jetzt schnell angezogen, weil ja die Putzfrauen kommen. Und wir haben auch gestern nicht putzen lassen sozusagen, weil wir noch im Zimmer waren. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Aber heute haben wir uns jetzt schnell angezogen. Und werden nochmal ins Shopping Center schauen. Ja, vielleicht am Nachmittag. Drückt uns die Daumen, haben wir wieder ein bisschen Sonne. Aber ich wollte mich trotzdem von diesem Vlog jetzt hier verabschieden und mich fürs Zuschauen bedanken.